So, meine lieben Zuschauer, für dieses letzte Entscheidungsspiel der Saison 21-22, auch dem letzten für uns mit dem Spiel der Woche, werden wir heute mal ohne Sponsoren auskommen. Ich möchte die Gelegenheit an dieser Stelle gerne nutzen, um dem Team von Heimspiel Online zu danken. Sie helfen hinter den Kulissen immer mit, dass wir die vielen schönen Videos produzieren können. Insbesondere möchte ich mich bei Benedikt Althoff bedanken, der uns Woche für Woche Sponsoren, also Werbepartner, findet. Kein leichter Job, aber Benedikt macht das echt super. Insgesamt möchte ich auch mal loswerden, dass es auch für uns eine sehr intensive Rückrunde war. Durch die ständigen Nachholtermine fuhren die Jungs und Mädels von Heimspiel Online stellenweise unter Dauerbelastung. Darum unterstützt die Heimspielredaktion gerne mit einem Abo. Euer Beitrag ist gut investiertes Geld und schafft überhaupt erst Spielräume, so ein umfangreiches Angebot in der Berichterstattung zu bieten. Ach ja, und wenn ihr mir hin und wieder mal ein Like oder auch ein Abo auf meinem YouTube-Kanal dalassen würdet, na, darüber würde ich mich persönlich natürlich auch mega freuen. Ihr wisst ja, wie das läuft. So, aber nun zum Spiel. Wir schreiben den 12. Juni 2022 und haben hier das dritte und damit das letzte Spiel der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga in Münster. Mit dabei der Meister der Kreisliga A2 Münster, die Warendorfer Sportunion mit 85-26 Toren und 58 Punkten in der Abschlusstabelle. Und als Gegner der Meister der Kreisliga A1 Münster, SV Blau-Weiß Behlen mit 70-33 Toren und 44 Punkten in der regulären Saison. Steht zwar Borussia Münster drauf, ist aber Warendorf drin. Willkommen im Borussenstadion in Münster, neutraler Austragungsort für die dritte Partie der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga. Die Warendorfer Sportunion traf an diesem sonnigen Sonntag auf den Sportverein Blau-Weiß Behlen. Drei A-Liga-Meister, aber nur zwei Aufstiegsplätze. Deswegen wurde in Münster eine Aufstiegsrunde gespielt, jeder gegen jeden, und am Ende gab es zwei Aufsteiger und ein Team, was in die Röhre schaut. Die Heimspielredaktion hatte natürlich fleißig und live von den Ereignissen dieser drei Spiele berichtet. So war jeder Interessierte per Live-Ticker in der Lage, sich über die Aufstiegsrunde und den aktuellen Zwischenstand zu informieren. Und wem der Scrolltext hier zu schnell durchläuft, keine Sorge, den Live-Ticker kann man bei Heimspiel Online auch nochmal ganz in Ruhe nachlesen. Der Link befindet sich in der Videobeschreibung. Reinschauen lohnt sich. So, meine lieben Zuschauer, hier kommen die Teams. Dann wollen wir doch mal so langsam schauen, wer nun das zweite und damit letzte Ticket in die Bezirksliga buchen konnte. Warendorf oder Behlen? Das ist dein Heimspiel. Kommen wir an dieser Stelle nochmal kurz zur Ausgangslage. Die Zweitvertretung von Westfalen-Lerkenau hatte bereits zwei Spiele absolviert und dabei gegen Behlen mit 4-0 gewonnen und gegen Warendorf 1-1 unentschieden gespielt. Damit waren die Kenauser bereits aufgestiegen. Während Behlen also hier unbedingt einen Sieg brauchte, reichte Warendorf auch ein Remis, um aufzusteigen. So viel also zur Ausgangslage. Kommen wir aber jetzt zum Startpersonal. Roland Jungfermann setzte bei Warendorf auf folgende Startelf. Im Tor Thomas Schmidtke, davor Jan Hakenes, Lennart Burchardt, Tom Kruse, Lasse Burchardt, Julian Gößling, Mike Lauf, Niklas Fromme, Nick Neufel, Kapitän Tobias Schwienhorst und Christoph Frehe. Und auf der anderen Seite brachte Stefan Bruns bei Behlen heute folgende Startelf. Im Tor Tobias Wiese, davor Kapitän Matthias Segota, Gerrit Bofricke, Julius Krieft, Leon Kammann, Timo Hoffmann, Saidi Jimo, Tom Heukeshofen, Mohamed Mara, Johannes Bohnkamp und Marco Splithofel. Geleitet wurde die Begegnung von Paul Dost, ihm assistierten Jonas Grüter und Moritz Chakraborty an den Seitenlinien. Wir steigen 1 Minute 14 und sehen einen langen Ball von Warendorf-Keeper Thomas Schmidtke in die Arme von Behlen-Schlussmann Tobias Wiese. Warendorf also in den roten Trikots unterwegs und Behlen in den grauen. Julius Krieft mit dem Flugball in die Spitze. Da enteilt Johannes Bohnkamp der Warendorfer Hintermannschaft. Und der Bohnkamp, der netzt den direkt mal ein. Erster Schuss, erste Chance, erstes Tor. Johannes Bohnkamp erzielt hier direkt mal die 1-0 Führung für sein Team. Hier kommt die Wiederholung. Gut durchgesetzt von Bohnkamp, der sich hier sowohl gegen Tom Kruse als auch Lennart Burchardt behaupten kann und Thomas Schmidtke im Warendorfer Kasten keine Abwehrchance lässt. Wir springen vor in Minute 26, da trat Warendorf nämlich das erste Mal gefährlich in Erscheinung. Julian Gößling per Kopf zu Christoph Freie und der legt flach ins Zentrum. Lauf bleibt weg und dann setzt Nick Neufert das Spielgerät an die Latte. Nachschuss Gößling, gehalten von Wiese. Aber der Gößling hatte zuvor bei der Schussabgabe von Neufeld im Abseits gestanden. Ein Tor von ihm hätte also keine Anerkennung gefunden.
Hier nochmal der Lattenschuss von Nick Neufeld in der Wiederholung. Und hier nochmal aus der Hintertorperspektive. Und weiter geht's in Minute 28. Echte Highlights musste man fortan mit der Lupe suchen. Hier kam Behle mal über den linken Flügel einigermaßen nah an den Warendorfer Kasten heran. Aber so richtig akute Gefahr für das von Schmidtke gehütete Tor bestand dabei nicht wirklich. Eine Minute später auf der Gegenseite. Da fällt der Ball nämlich unverhofft dem Tobias Schwinos vor die Füße. Sein Schuss abgefälscht. Es gab nur Ecke. 34. Spielminute, Michael Lauhoff mit dem gefühlvollen Pass in den Lauf von Julian Gößling. Der dringt in den Strafraum ein und rutscht weg. Chance vertan, ärgerlich aus Warendorfer Sicht. 35. Minute, Warendorf setzte nach. Die brauchten für den Aufstieg hier und jetzt ja mindestens ein Tor zum Ausgleich. Wieder Schwienhorst mit der Schussabgabe links vorbei. Spielminute 38, Kruse auf den Flügel zu Neufeld. Und der Neufeld, der flankt hier vors Tor, Unsicherheit bei Torsteher Wiese. Und dann die Schussabgabe von Schwienhorst, geblockt. Er setzt allerdings nach und schließlich landet die Kugel wieder bei Neufeld. Aber auch seine Abschlussaktion bringt am Ende nur einen erneuten Eckball für das Team von Roland Jungfermann. 39. Spielminute, jetzt mal wieder Behlen mit einer Offensivaktion. Doch bei der Herannahme verpasste Golgatha Mohamed Mahl im Zentrum die Kugel. Und da war dann auch schon in Durchgang 1. Blau-Weiß-Behlen zur Pause also mit 1:0 in Front. Und die konnten mit dem Ergebnis gut zufrieden sein. Nach dem 0:4 gegen Kinder aus 2 hat die Truppe von Stefan Brunz hier in Durchgang 1 kämpferisch überzeugt und waren doch bisher ganz gut im Griff gehabt, mal abgesehen von dem Lattentreffer. Auf beiden Seiten fehlte allerdings bislang die Präzision in den Abschlüssen. Aber da ging in Durchgang 2 ja vielleicht etwas mehr in Richtung der beiden Tore. Während die beiden Teams pünktlich aus der Kabine kamen und die letzten 45 Minuten der laufenden Saison bestreiten wollten, fehlte vom Schiedsrichtergespann plötzlich jede Spur hier im Borussenstadion. Aber Paul Dost und seine Assistenten kamen dann im Laufschritt zurück auf den Platz, sodass Durchgang 2 mit leichter Verzögerung in Angriff genommen werden konnte. Apropos in Angriff nehmen. Behlen hatte sich für Durchgang 2 offensichtlich viel vorgenommen und schaltete hier direkt in den Angriffsmodus. Ich weiß nicht, was die da in der Halbzeitpause so besprochen hatten, aber die Jungs von den Bruns, die kamen mit Schaum vor dem Mund aus der Kabine. Und da waren nicht ganz 2 Minuten in Durchgang 2 gespielt, da passierte nämlich dann das hier. Langer Ball in die Spitze. Kruse verpasste das Ding und plötzlich bot sich Splithofe die Chance. Und der setzte sich hier gegen 2 Gegenspieler durch und stellte spontan mal auf 2:0 für Behlen. Marco Splithofe, also in Minute 47 der gefeierte Torschütze. Kalte Dusche für Warendorf, die jetzt schon 2 Tore für einen noch möglichen Aufstieg brauchen, während die Blau-Weißen jetzt aber mal so richtig auf Kurs Bezirksliga machen. Hier kommt der Treffer in der Wiederholung. Da setzt sich Splithofe sowohl gegen Lennart Burkert als auch gegen Nick Neufeld durch und vollendet an Thomas Schmidtke vorbei, trocken in die Asche. Bitter für Warendorf, Tom Kruse verletzte sich bei der Aktion vor dem Gegentor und konnte auch nicht mehr weiterspielen. Gute Besserung an dieser Stelle an Warendorfs Nummer 5. Hoffen wir mal, dass er sich keine schwerwiegendere Verletzung zugezogen hat. Behlen war jetzt gut drin in der Partie, Minute 50. Mara im Strafraum gegen Schmidtke. Alles fair, gut mitgespielt vom Warendorfer Schlussmann. In Minute 54 war dann Warendorf endlich um eine Antwort bemüht. Lasse Burchard, Laurenz Wacker leitet weiter zu Linus Austermann und im Zentrum lauerte der Gößling auf den Ball, aber die Aktion wurde wegen einer Abseitsstellung von Laurenz Wacker frühzeitig unterbunden. Minute 57, Einwurf Warendorf und dann kam es auf Höhe der Mittellinie zu einem Zweikampf zwischen Warendorfs Neufeld und Behlens Splithofe. Und da geht der Neufeld ganz schön rabiat gegen Splithofe zu Werke. Paul Dost entschied auf Foul und beließ es aber auch dabei. Trotzdem konnte man der Aktion bereits ein gewisses Frustpotenzial auf Seiten des Warendorfer Spielers erkennen.
Weiter geht's. Knapp 60 Minuten waren durch hier im Borussenstadion. Ecke für Behlen und dann Bohnenkamp artistisch und Mara mit der Fußspitze. Aber kein Problem für Schmidtke. Eine Minute später. Robin Favik mal aus der Distanz mit einem Schussversuch. Links unten vorbei. Es war leider nicht das Spiel der großen Torchancen hier im Borussenstadion. Gleiche Spielminute, andere Seite, Freistoß Warendorf. Und da haben wir dann auf der anderen Seite den Lasse Burchardt am Ball. Und seine Reingabe auf Niklas Steinkamp wird von Behlen Schlussmann Tobias Wiese erfolgreich geblockt. Ecke für Warendorf. Hier das Ganze nochmal in der Wiederholung. Am Ende gut mitgespielt von Behlen Schlussmann hier in dieser Situation. Und bei der anschließenden Ecke landete die Kugel zunächst bei Linus Austermann auf der anderen Spielfeldseite. Und der brachte das Spielgerät dann nochmal hoch in den Strafraum. Michael Lauhoff legt zurück auf Neufeld, doch dann wird die Offensivaktion je von einem Pfiff unterbrochen. Wieder Abseits für Warendorf oder gegen Warendorf, das sechste Mal bisher. Spielminute 67, Warendorf lief langsam aber sicher die Zeit auf. Austermann schlägt den Ball vorher. Lauhoff lässt prallen und Wacker, der zieht hier einfach mal ab, wie es unten und sicherte sich die Kugel. Die wohl beste Abschlussaktion der Warendorfer in Durchgang 2 bisher. Hier nochmal. Ich würde mal sagen, da wäre mehr drin gewesen für Warendorf, aber die Aktion gut entschärft von Behlens Wiese. Noch knapp 20 Minuten zu spielen. Warendorf rückte immer weiter auf und das brachte Behlen natürlich Räume für Tempo-Gegenstöße, so wie hier nach einer Warendorfer Ecke in Minute 69. Leon Kammann treibt hier das Spielgerät vor sich her. Legt den Ball dann rüber zu Mara, der hier zum Schuss ansetzt, aber das Spielgerät links am gegnerischen Kasten vorbeisetzt. Es war, wie gesagt, nicht das Spiel der großen Torschancen hier. 70. Spielminute, nochmal Behlen. Vielleicht jetzt nochmal mit einem Abschluss auf das Tor von Thomas Schmidtke. Und da bekommt Niklas Zumbusch die Kugel. Schussversuch, nö, wieder nix, deutlich links vorbei. Aber die Zeit lief jetzt natürlich eindeutig zugunsten der Blau-Weißen. Noch 14 Minuten. Zur Erinnerung, Warendorf brauchte hier mindestens ein Unentschieden für den Aufstieg, also zwei eigene Tore. Wir sehen eine Flanke von Austermann. Dann Kopfball Gößling. Latte! Erneut stand den Warendorfern die Querlatte des Behlener Tores im Weg. Zum zweiten Mal Glück für Behlen und Pech für Warendorf. Wenige Zentimeter machten hier den Unterschied zwischen Torerfolg und einer verpassten Chance aus. Hier der Lattenkopfball nochmal in der Wiederholung. Eigentlich ein guter Abschluss von Julian Gößling hier. Da blieb Tobias Wiese auch nur das Nachsehen. Aber am Ende landet der Ball eben nicht im Tor, sondern springt von der Unterkante der Latte wieder zurück ins Feld. Noch 9 Minuten, Balleroberung, Behlen in der eigenen Hälfte. Gerrit Bofricke chippt den Ball in die gegnerische Hälfte, da startet Mara, der spitzt die Kugel weiter zu Raffi Kurt, kein Abseits. Kurt geht an Schmidtke vorbei und vollendet hier eiskalt. 3:0 Behlen, die Entscheidung. Der Joker sticht Raffi Kurt in Minute 76 von Stefan Brutz eingewechselt, markiert hier in Spielminute 81, also rund 5 Minuten nach seiner Einwechslung, den dritten Treffer für Behlen und macht frühzeitig hier den Deckel drauf. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Gute Vorarbeit von Mohamed Mara, der hier klasse mit der Fußspitze durchsteckt und dann macht Kurt das am Ende ganz abgeklärt und der Schmidtke im Warendorfer Tor keine Abwehrchance. Die 83. Spielminute, jetzt war bei Warendorf die Luft raus. Fehlpass Neufeld auf Höhe der Mittellinie. Zumbusch marschiert hier durch die gegnerische Hälfte. Und Zumbusch sieht Mara, bedient Mara. Doch Behlens Goalgetter vergibt auch diese glasklare Torschance am Ende deutlich. Aus Rücksicht auf den Behlener Spieler mit der Rücknummer 9 verzichten wir an dieser Stelle mal auf eine Wiederholung. So, noch eine Minute regulär zu spielen. Schmidtke lang und weit. Das Spielgerät landet bei Schwienhorst, der dann einfach mal drauf fällt und am Ende packt der Wiese erneut sicher zu.
So, dann hatten wir hier die Nachspielzeit. Die 7 satte Spielminuten hatte Paul Doss nochmal oben draufgelegt. Na, herzlichen Glückwunsch. Wagenhoff hatte bereits aufgegeben und Behlen wollte eigentlich nur noch feiern. Naja, sei's drum. So bekam nämlich einer bei Behlen noch die Chance zur Rehabilitation. Raffi Kur, genau in den Lauf von Mara, kein Abseits. Mara im 1 gegen 1 Duell mit Schmidtke und dieses Mal macht er ihn rein. Mohamed Mara erhöht in der Nachspielzeit auf 4:0. 19 Mal hatte der Torschützenkönig der Kreisliga A1 in der laufenden Saison schon geknipst. Jetzt macht er also auch noch sein Türchen in der Aufstiegsrunde. Hier kommt die Wiederholung des Treffers. Nach einer schier endlos wirkenden Nachspielzeit kam er dann endlich. Der Schlusspfiff von Referee Paul Doss. Jetzt konnten auf Seiten von Blau-Weiß Behlen endlich die verdienten Aufstiegsfeierlichkeiten begonnen werden. Herzlichen Glückwunsch an das Team von Stefan Bruns, das sich hier am Ende mit einem deutlichen 4:0-Erfolg gegen Warendorf den letzten Startplatz in der Bezirksliga der Saison 2022-2023 sicherte. Eines feiernden Aufsteigers. Blau-Weiß-Behlen verabschiede ich mich an dieser Stelle in die verdiente Sommerpause. Ihr, euer Tino Wermeling.